Herzlich willkommen, mein Name ist Georg Diegruber von der Initiative Bewusst gemeinsam leben. Ich stelle mir gerade sehr viele Fragen in Richtung 2020. Wir sind am Jahreswechsel und wie geht es weiter in unserem Land? Vieles verändert sich in einer dramatischen Geschwindigkeit. Künstliche Intelligenz als Schlagwort und der Fokus da jetzt bei mir in dem Bild liegt auf dem Millstätter See und die Natur, unsere Grundlebensbasis ist wirklich genial in Österreich. Und irgendwie übersehen wir das. Die Lebenszufriedenheit ist in vielen Bereichen sehr, sehr viel mehr steigerungsfähig. Und wenn wir jetzt wirklich, und das ist unser Anliegen 2020, in die Gesellschaft ermutigen, in die Botschaft bringen, mehr auf das zu fokussieren, wo wir gestalten können, mehr auf das, was uns nähert, auch bewusste Handlungen zu setzen in Richtung Wirtschaft, regional zu bestellen, wirklich zu behirnen, dass man schaut, wenn ich einen Klick im Internet zum Beispiel mache, Annemarie Moser ist eine unserer Botschafterinnen, die sagt, ein Klick ist einmal schnell gemacht, nur was macht der? Und in vielen Fällen ist das Geld dann unwiderruflich weg, irgendwo in der Welt. Und wenn wir mit dem Klick die Regionalwirtschaft stärken würden, würde man mehr und mehr aufbauendes Feld schaffen. Und Stichwort aufbauendes Feld, auch im Miteinander zu würdigen, achtsam miteinander umzugehen, einfach was Stärken, den Fokus auf die Stärkende und nicht auf die Schwächende zu richten. Nicht, was uns fehlt, sondern was wir haben. Und eben die Achse Wirtschaft wirklich ganz, ganz stark ins Boot zu holen und da breit die Gesellschaft zu erreichen, die Bauernschaft zu würdigen. Schauen, dass der Tourismus in eine gute Richtung geht. Kunst, Kultur, so schöne Ausdrucksformen, dass man die fördert, dass auch Kinder wieder mehr von der virtuellen in die reale Welt kommen, in der realen Welt Helden werden. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, wo wir ansetzen können. Und wenn wir da wirklich gemeinschaftlich das Ganze machen, Öffentlichkeit, Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, alle in einem Boot sind, dann geht das in eine gute Richtung. Wir werden auch nächstes Jahr starke Wirtschaftspartner haben, die das unterstützen die Kommunikation, also diesen gemeinschaftlichen Nutzen, wo es nicht nur um den monetären unmittelbaren Erfolg geht. Solche Unternehmer gibt es, die weitsichtig handeln und auch dafür Geld zur Verfügung zu stellen. Wir werden Planet Yes, den Professor Laluschek im Boot haben, Lebenswert Wirtschaft mit Fritz Litsch und Team, sehr wahrscheinlich den Senat der Wirtschaft. Also wir schaffen jetzt ein Netzwerk, das ganz, ganz kraftvoll in die Zukunft geht und wir werden auch die ersten lebenswerten Gemeinden Vorbilddörfer schaffen, um wirklich auch zu zeigen, was regionalwirtschaftsmäßig möglich ist, im Miteinander, in der Gemeinschaft, in den gemeinsamen Wirken. Darüber stehen integrale Prozesse, die einfach in eine ganz, ganz gute Richtung führen. Also wir haben allen Grund, ermutigend in die Zukunft zu schauen. Und noch einmal die Einladung, schauen wir einfach auf das, was uns stärkt, was uns nähert, richten wir die Gedanken drauf und die Handlungen auf das Aufbauende. Und dann ist alles gut, so wie es ist. In diesem Sinne, herzliche Einladung, ihr, dein Georg Diegruber.